Okay, good night, good evening to everybody. Hallo und guten Abend zu euch allen. This is my second time preaching in English. Das ist erst mein zweites Mal, dass ich in Englisch predigen werde. Hey, and I feel so good. Und es fühlt sich so gut an. Honestly, I thought I was going to be really nervous, but I feel so good. Ehrlich gesagt dachte ich, bin sehr nervös, aber ich fühle mich so gut. It is challenging though. Es ist aber trotzdem sehr herausfordernd. So I really want to present myself. Ich möchte mich selber noch vorstellen. And I want to talk about a little bit about my life. Ich möchte euch ein bisschen von meinem Leben erzählen. Because I'm going to transition from that to the message. Weil ich werde von meinem Leben aus übergehen in die Botschaft, die ich heute bringen möchte. So I'm Fernando. Mein Name ist Fernando. I'm 24 years old. Ich bin 24 Jahre alt. I'm Mexican, really Mexican. Ich bin ein echter Mexikaner. I've been serving in missions for around like 5 years. Ich diene jetzt seit ungefähr 5 Jahren in der Mission. And I want to tell you a little bit about my story. Und ich möchte euch ein bisschen von meiner Geschichte erzählen. So my parents had me when they were like 18 to 19. Meine Eltern haben mich bekommen, als sie so zwischen 18 und 19 waren. And my parents used to live in the ranch, in the mountains, in the forest, in the wild. Und meine Eltern haben in den Bergen gewohnt, in den Wäldern. And if you don't know, I'm from Sinaloa. Wisst ihr, ich komme von Sinaloa? Yeah, like maybe you know, maybe don't. Vielleicht habt ihr schon was gehört, vielleicht nicht. But I will tell you why Sinaloa is really famous. Ich werde euch aber gleich erzählen, warum es so bekannt ist. Have you guys heard about the mafia, the cartel and stuff like that? Habt ihr von der Mafia gehört, von dem Kartell, das es gibt? So I grew up around this environment. Ich bin in diesem Umfeld aufgewachsen. And when I was 13 to 15 years old. Und als ich so zwischen 13, 15 Jahre alt war. My parents, so we used to live in Mazatlan and then my parents moved to the mountains again. Wir haben zu der Zeit in Mazatlan gelebt und dann sind wir aber wieder zurück in die Berge gezogen. And I started working with my father. Und ich habe begonnen, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten. And we were doing wheat farming, something like that. Und wir haben eine Grasplantage gehabt. We were selling wheat to the mafia. Wir haben also Gras, Marihuana an die Mafia verkauft. So it's crazy, right? Es ist verrückt, oder? But like in those places, I grew up around these places, this environment. Also bin ich in diesem Umfeld aufgewachsen. And I saw so much things that I, like, at my age, it was really hard. Und ich habe so schlimme Sachen gesehen in so einem jungen Alter und es war sehr hart. But God had a plan for me. Aber Gott hatte einen Plan für mich. Yes. So, basically, we moved back to Mazatlan. So wir sind dann wieder zurück nach Mazatlan gezogen. Because I have an amazing mom that she was like, I'm tired, I don't want this, like, let's go to Mazatlan. Weil ich habe eine wundervolle Mutter, die gesagt hat, ich bin müde davon, ich kann nicht mehr, lass uns zurück in die Stadt gehen. And then I was 15 years old and I start going in parties and just living the world. Und als wir zurück waren, war ich 15 Jahre alt und dann habe ich begonnen, Party zu machen und in die Welt hinauszugehen. Now I started smoking that weed. Und ich habe begonnen, dieses Gras zu rauchen. I started going to different parties and smoking cigarettes and drinking. Ich habe angefangen, zu verschiedenen Partys zu gehen, Alkohol zu trinken und zu rauchen. And one day, und eines Tages, I decided to do a skateboarding. Habe ich mich entschieden, Skateboard zu fahren. So I started skating with my friends. So habe ich mit meinen Freunden angefangen zu skaten. And there was some wild people that came to the skate park. Und da waren so wilde, verrückte Leute, die zu diesem Platz gekommen sind. And they will ask me, how are you? How we can help you? Are you okay? Und die haben mich gefragt, hey, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung bei dir? And I was like, no, that's fake. You're not saying that to me. That's fake. Und ich habe zu ihnen gesagt, ja, ihr seid falsch. Ihr sagt es nicht zu mir. Da stimmt irgendwas nicht. I didn't trust them because I have never heard that before. Ich habe ihnen nicht vertrauen können, weil ich es nie zuvor gehört hatte. But they were so interested in my heart. Aber sie waren so interessiert in meinem Herzen. And they were Christians. Und sie waren Christen. And they were missionaries. Und sie waren Missionare. And they were
doing evangelism. Und sie haben evangelisiert. Every Thursday. Jeden Donnerstag. For 2 years. Für 2 Jahre. They disciple me. Haben sie mich bejüngert. They pursue me. Haben sie sich nach mir ausgestreckt oder gesehnt nach mir. I was really hard. Ich war sehr hart. But something that I learned is that there is no hard too hard for Jesus. Aber was ich gelernt habe, es gibt kein es ist zu hart für Jesus. And then they invited me to this DTS, this discipleship school. Und dann haben sie mich also eingeladen, zu dieser Jüngerschaftsschule zu gehen. And that's where the good part of the story starts. Und das ist da, wo der gute Teil der Geschichte beginnt. So I was so hungry. I came to this school. I was not a Christian. I just knew that I needed a purpose. Ich war ganz neu da. Ich war kein Christ, aber ich wusste, ich brauche irgendwie eine Bestimmung. Because I touched really deep. Weil ich wirklich tief berührt worden bin. Why? Because one day I was so drunk, I was really high, and I went home, and my mom was crying. She was really disappointed. Warum war ich an diesem Punkt? Eines Tages war ich so betrunken und so bekifft, und ich bin nach Hause gekommen, und meine Mama hat so schrecklich geweint. And I was like, no, I don't want this. Und als ich sie gesehen habe, habe ich gesagt, ich möchte es nicht. My heart was broken. Mein Herz war zerbrochen. So I prayed for the first time. Also habe ich zum allerersten Mal gebetet. And I said, Lord, if you're real, und ich sagte, Herr, wenn du echt bist, verändere mich. If you're real, wenn du echt bist, change my heart. Veränder mein Herz. I want to be a good person. Ich möchte eine gute Person sein. I don't want my mom to be crying because of me. Ich möchte nicht, dass meine Mutter noch mal weint wegen mir. And I went to sleep. Und ich bin schlafen gegangen. And the next day at like 5:30, 6 a.m. Und am nächsten Tag so um 5:30, 6 Uhr. I had this huge feeling and a voice in my head. Habe ich dieses starke Gefühl gehabt und diese Stimme in meinem Kopf gehört. That was telling me, go to this school and do DTS. Die zu mir gesagt hat, geh in diese Bibelschule und mach diese Jüngerschaftsschule dort. Because I will find you there. Weil ich werde dich dort finden. So I quit my job, I quit school. Also habe ich alles abgebrochen, ich habe mit meinem Job aufgehört, mit der Schule aufgehört. And I went to this place where there was these crazy missionaries. Und ich bin an diesen Platz gegangen, wo diese verrückten Missionare waren. So I start my journey doing a DTS. Also meine Reise hat begonnen, als ich in dieser Jüngerschaftsschule war. God restored my life. Gott hat mein Leben wiederhergestellt. He changed me. Er hat mich verändert. He gave me a bigger purpose to my life. Und er gab mir eine größere Bestimmung für mein Leben. And since then, und seit diesem Zeitpunkt I've been doing missions. Mache ich Mission. And I'm so desperate and so on fire to see the Great Commission. Und seit dem Zeitpunkt bin ich so verlangt danach, und ein Feuer in meinem Herzen brennt so stark, damit dieser große Auftrag von Jesu in Erfüllung geht. And I've been processing because I've heard a lot here. Und ich war in einem Prozess, weil ich habe sehr viel hier gehört. Hey bro, there is multiplication, there is revival coming to Forsheim. Er hat so viel gehört, dass hier an diesem Ort Erweckung kommen wird, dass hier das Feuer kommen wird, hier in Pforzheim. And I see you guys and I really believe it. Und ich sehe euch und ich glaube das wirklich. And I see the youth and I really believe it too. Und ich sehe die Jugend und ich glaube es wirklich. Because you guys don't have to be qualified to do it. Weil ihr nicht qualifiziert dafür sein müsst. Jesus chose the most disqualified people. Jesus hat die größten nicht qualifizierten Leute gewählt. But that people that they were willing and open in their hearts. Aber es waren diese Leute, die wirklich willig waren in ihrem Herzen. To say yes to him. Die zu ihm ja gesagt haben. So now I'm gonna go to the topic. Jetzt werde ich übergehen in meine Botschaft. I wanna tell you guys about the Great Commission. Ich möchte euch über den großen Auftrag berichten. And I'm gonna explain you a little bit what it is. Und ich möchte euch ein bisschen davon erzählen, was es ist. So what is the Great Commission? So was ist dieser große Auftrag? Mark 16:15. Markus 16:15. Go into all the world and preach the gospel to all creation. Geh in alle Welt und verkünde das Evangelium der ganzen Schöpfung. Luke 24:46-47. Lukas 24, 46-47.
He told them, "This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations." Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünde verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. So really easy, the Great Commission is to let all the world know who is him and what he did for us. So, der große Auftrag ist also sehr einfach. Wir müssen ihn bekannt machen, dass jeder ihn kennt und was er für uns getan hat. And this connects to the other topic I'm going to talk about, or like, yeah. Und das steht auch in Verbindung über das andere Thema, mit dem, über das ich gerne Which mit euch sprechen möchte. Evangelism. Was Evangelisation ist. Okay, so what is evangelism? Was ist Evangelisation? Evangelism is the action to the word evangelium. Evangelisation ist abgeleitet von dem Wort Evangelium. Which means the good news. Was heißt die gute Botschaft? So evangelism is to bring the good news. So Evangelisation ist also die gute Nachricht zu bringen. And there is many ways to bring the good news. Und da gibt es so viele Wege, diese gute Nachricht zu bringen. And honestly, I've been hearing a lot of ways to do it. Und ehrlich gesagt, gibt es so viele Wege dort. I've heard about this way that you choose a color. Again? I've heard this way that you choose a color, white, black, yellow, and you can preach the gospel through the colors. Ich habe gehört, es gibt so eine Möglichkeit, wo man einfach eine Farbe auswählt und anhand dieser Farben kann man dann das Evangelium verkünden. You know, red, his blood, and yeah. Ihr wisst, rot, das Blut und alles, was dazu gehört. But the best tool that it really helped me so much to be brave and naturally learn how to preach the gospel. Aber das beste Werkzeug, was mir wirklich geholfen hat, das Evangelium in der Kühnheit zu verkündigen, is called Five Finger Gospel. Nennt sich das Fünf-Finger-Evangelium. And I'm going to explain you what it is. Und ich möchte euch erklären, was das ist. And basically, each finger means something. Und grundsätzlich, jeder Finger hat eine Bedeutung. And this is a tool like you know when you're learning to ride a bike. Wisst ihr, das ist so wie wenn du anfängst ein Fahrrad zu fahren, wenn du lernst Fahrrad zu fahren. You put these two extra wheels so you don't fall. Du nimmst extra diese Stützräder hinten dran, dass du nicht umfällst. So it helps you do it right. So es hilft dir also, dass du fahren kannst. But when you know how to do it, you take the little wheels off. Aber wenn du weißt, wie man Fahrrad fährt, dann nimmst du sie ab. So this is the five finger gospel. So ist auch das fünf Finger Evangelium. It's gonna help you in the beginning. Es hilft dir am Anfang. But there is gonna be a point that you won't need them. Aber es wird dann zu einem Punkt kommen, wo du dies nicht mehr brauchen wirst. And it really helps you to keep track of like the whole story of the gospel. Es wird dir aber wirklich helfen, dass du in der Reihenfolge bleibst über das ganze Evangelium. So, are you guys ready? Seid ihr bereit? Yes. Hey, come on. Okay. So we're gonna start with the thumb. So wir fangen an mit dem Daumen. Why the thumb? Warum der Daumen? Because God's wonderful creation. Weil Gottes wunderbare Schöpfung. He created all things. Er hat alles erschaffen. And he created us. Und er hat uns erschaffen. To live in perfect relationship with him. Um in perfekter Beziehung mit ihm zu leben. And it's that simple and it was so good. Und es ist so simpel und es ist so gut. So that's why the thumb. Deswegen der Daumen. It was good, the creation. Es war gut, die Schöpfung. His creation. Seine Schöpfung. Second finger. Der zweite Finger. This is the pointer, right? Ist der Zeigefinger, ja. Yeah. The pointer. The pointer. Der Zeigefinger. You know, when you were little and you break something or you did something, your mom were like, "What did you do?" Wisst ihr, wenn du klein bist und dir geht irgendwas kaputt, dann sagt deine Mutter, "Was hast du gemacht?" And you feel guilty of it. Und du fühlst dich schuldig davon, oder? Because you maybe did something that it was wrong. Weil du vielleicht auch was gemacht hast, was falsch war. So that means men fall into sin. Das bedeutet, der Mensch, der in Sünde gefallen ist. And we are guilty of that. Und wir sind schuldig deswegen. But aber the cool thing is that by his grace we are justified. Die coole Sache ist, dass seine Gnade uns gerecht macht. And for this finger is Romans 3, 23, 24. Und für diesen Finger gibt es die Bibelstelle in Römer 3, 23 bis 24.
For everyone has sinned. We all fall short of God's glory. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit. Yet God in his grace freely makes us right in his eyes. Die sie vor Gott haben sollen, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der So we are guilty. So, also wir sind schuldig. But because of his grace, aber aufgrund seiner Gnade, we are justified. Sind wir gerecht gesprochen worden. And then the middle finger. Und dann der Mittelfinger. This is a bad thing in most of the countries, right? Das ist in den meisten Ländern ein schlechtes Zeichen, oder? This is dead. So this finger, so dieser Finger is payment of sin. Das ist die Bezahlung der Sünde. Which is dead. Was der Tod ist. Is bad. Es ist schlecht. But God chooses to be a merciful father. Aber Gott hat sich entschieden, ein gnädiger Vater zu sein. That he let his son come to earth to die for us. Er hat seinen Sohn auf diese Erde kommen lassen, damit er für uns sterben kann. He took all the costs that we couldn't pay. Er hat all die Kosten bezahlt, die wir hätten niemals bezahlen können. He came down for his bride. Er ist für seine Braut auf diese Erde gekommen. And for this is Romans 6:23. Und für diesen Finger gibt es in Römer 6, 23 die passende Bibelstelle. For the wage of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hey, we deserve that. Hey, wir verdienen den Tod. Because of our sins. Aufgrund unserer Sünde. Hey, but he came down to pay that price. Hey, aber er ist auf diese Erde gekommen und hat den Preis für uns bezahlt. And then this finger. The ring finger. Is the ring finger. Der Ringfinger. And what this means? Was ist die Bedeutung von diesem Ringfinger? It means a covenant. Es meint einen Bund. And it gets better, I promise. Aber es wird noch besser, ich verspreche es euch. And the greatest news is. Again? The greatest news is. Und bekanntesten oder die neuesten Nachrichten sind. Is that Jesus came down for his bride. Dass Jesus für seine Braut auf diese Erde gekommen ist. And as I said, he paid the price that we couldn't pay. Er hat, so wie ich schon gesagt habe, den Preis bezahlt, den wir nicht hätten bezahlen können. And he washes new. Und er hat uns rein gewaschen. With his blood. Mit seinem Blut. And this is the best thing. Oh my gosh. Und das ist das beste Ding. Oh, ich weiß auch nicht. The thing is that, like, he washes free, right? Und er hat uns frei gewaschen, rein gewaschen, oder? So we're not sinners anymore. So wir sind keine Sünder mehr. Because he washes free. Weil er uns rein gewaschen hat. And now we're new creation. Und jetzt sind wir eine neue Schöpfung. But the thing is that he came and he didn't do only that. Aber das Ding ist, er ist nicht nur deswegen gekommen, sondern er hat noch mehr gemacht. Remember the first finger? Erinner dich an den ersten Finger? The perfect relationship with him. Die perfekte Beziehung mit ihm. And the second, like we deserved, we were separated. Und der zweite, das Zeichen, dass wir von Gott separiert wurden. So in here he came so he could restore that relationship. Also er ist gekommen, damit diese Beziehung wiederhergestellt werden kann. He came to fill that gap. Er ist gekommen, um diesen Spalt wieder auszufüllen. Romans 5:8-10. Römer 5, 8 bis 10. But God showed his great love for us by sending Jesus Christ to die for us while we were still sinners. And since we have been made right in God's sight by the blood of Christ, he certainly saved us from God's condemnation. For since our friendship with God was restored by the death of his son while we were still his enemies, we will certainly be saved through the life of his son. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? This is amazing news. Das sind großartige Nachrichten, oder? Everybody needs to hear this. Jeder muss diese Nachricht hören. Everybody. Jeder. But wait, we're not done. Aber wartet, wir sind immer noch nicht fertig. What is this? Was ist das? Is the pinky? Pinky. Der kleine Finger. And normally you do like the pinky promise, you know. Und wisst ihr, normal machst du dieses kleine Fingerversprechen. Yeah, but and it gets better. Aber pass auf, es wird noch besser. So he died and took power, the power over death. So, also er ist gestorben und er hat die Kraft über den Tod genommen. So we can have eternal life. So dass wir ewiges Leben haben können. And that's a promise. Und das ist ein Versprechen. But also he promises that we will never be alone. Aber er hat uns auch noch versprochen, dass wir niemals alleine sein werden. And he promised that somebody will be with us. Und er hat versprochen, dass jemand mit uns sein wird. Dennis. No, I'm joking. No. It is the Holy Spirit. Nein, ich mache nur Witze. Es ist der Heilige Geist. The same Spirit that raised him from death. Der gleiche Geist, den Christus von den Toten auferweckt hat. That same Spirit is with us. Dieser gleiche Geist ist mit uns. And it is John 14:16-17. Und das lesen wir in Johannes 14:16-17. And I ask the Father that he will give you the Holy Spirit, so he will be with you forever. The Spirit of Truth. Sorry, it's in Spanish. I'm translating. I can read it in German. You can. No, in the German one. Oh, I thought from Spanish. I was like, come on. Yeah, you can read it in German. Yeah. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So this is the five finger gospel. So, ganz einfach, das ist das Fünffinger Evangelium. Is it the whole story in your hand? Das ist die ganze Geschichte in deiner Hand. And you know, when you preach the gospel, und weißt du, wenn du das Evangelium verkündest, I give you a tip. Dann gebe ich dir einen Tipp. Like you won't be like this, like all creation, then. Also mach es nicht so mit den Fingern, also die Schöpfung. But something I did. Aber was ich mache? I was like, oh, creation, yeah. War so auf der Seite, so die ganze Schöpfung, die Trennung. Because I was learning, right? Weil ich war in dem Prozess des Lernens. But this is gonna really shape you. Dieser Prozess wird dich wirklich schärfen. And build boldness to go after the lost. Und wird dir eine Kühnheit geben, dass du zu den Verlorenen gehen kannst. You know, because I'm gonna tell you something. Wisst ihr, ich möchte euch was erzählen. If you don't do this, wenn du das nicht machst, it's fine. Das ist okay. You have free access to salvation. Du hast freien Zugang zur Errettung. Like you don't have to do it. Du musst es nicht tun. But it's God's desire to not just see you in heaven. Aber es ist Gottes Sehnsucht, nicht dich allein nur im Himmel zu sehen. But also to see whoever is lost, sondern auch jeden, der verloren ist. So you don't have to do it. So, also du musst es nicht tun. But like, it is his desire. Aber es ist seine Sehnsucht. And honestly, sometimes it's not my desire. Again? And honestly, sometimes it's not my desire. Und wisst ihr, manchmal ist es nicht meine Sehnsucht. Sometimes it takes a little effort, or like I get tired and stuff like that. Manchmal ist es wirklich anstrengend und ich bin auch müde davon. Or like I'm afraid or oder stuff like that. Angst oder irgendwas anderes. Hey, but I remember my story. It can be also like your story. Hey, aber ich erinnere mich zurück an meine Geschichte und es kann vielleicht auch deine Geschichte sein. It took somebody to preach the gospel to me. Es hat irgendjemand gebraucht, der das Evangelium zu dir gepredigt hat. To change my whole life. So, dass auch mein ganzes Leben verändert worden ist. So the Lord can do amazing things through you. So der Herr kann gewaltige Dinge durch dich tun. And whatever word you preach or whatever word of life you give to people,
Und egal welches Wort des Lebens du ihnen auch immer weitergeben wirst, it will never come back empty. Es wird niemals leer zurückkommen. So, I have like a dynamic to do. Again? I have like a dynamic to do, like a activity to do. Ah, ich habe eine Aufgabe für euch mitgebracht. But before that, aber bevor wir das tun, I feel really strong to ask you. Fühle ich wirklich ganz, ganz stark, dass ich euch fragen soll. If you have ever like accept Jesus in your heart. Ob du wirklich selber schon mal Jesus als Herrn und Erlöser in deinem Herzen angenommen hast. If not, wenn du das noch nicht gemacht hast, I don't wanna like invite you yet. Dann möchte ich dich jetzt in diesem Moment noch nicht einladen. But I wanna tell you how to accept Jesus in your heart. Aber ich möchte dir davon erzählen, wie das funktioniert. And it's so simple. Und es ist so einfach. So in the Bible says, in der Bibel steht geschrieben, if you believe with your heart and you confess with your mouth, wenn du von ganzem Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, that he is your savior and your lord, dass er dein Erretter und dein Herr ist, you will be safe. Dann bist du gerettet. Is that easy? Es ist so einfach. It's crazy. Es ist verrückt. Okay, it's not easy, but it's simple. Okay, es ist nicht that's a good way. How can I translate it in German? Es ist nicht leicht, sondern einfach. So rum? Oder anders? Ja? Ja. Because if it's simple, because something is not easy to use in your heart. Es ist manchmal nicht einfach, weil es etwas ist, das im Herzen gemacht wird. So now I'm gonna ask you again. Und jetzt möchte ich dich nochmal fragen. Now that you know the whole story, now that you know the whole gospel. Jetzt, wo du die ganze Geschichte kennst, wo du das ganze Evangelium kennst. Now that you know how to be saved. Jetzt, wo du weißt, wie du errettet werden kannst. Is there somebody? Ist hier jemand, that wants to do this prayer with me? Der gemeinsam mit mir dieses Gebet sprechen möchte? Because in the next 10 minutes. Weil in den nächsten 10 Minuten. You're all gonna preach the gospel. Werdet ihr alle das Evangelium verkündigen. So before that, aber bevor ihr das tut, I wanna ask, möchte ich euch wirklich fragen, if you haven't accepted Jesus in your heart. Ob du Jesus als deinen Herrn in deinem Herzen anerkennen möchtest. So if you haven't, just raise your hand. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann heb einfach deine Hand. And we can do this prayer together. Und wir können zusammen dieses Gebet beten. Honestly, you don't have to be afraid. Und ehrlich gesagt, du musst nicht aufgeregt oder nervös sein oder ängstlich. We're all crazy here. Wir sind alle verrückt hier. So, is there somebody? Also, ist hier jemand? Okay, there is nobody. Okay. Wenn du spürst gerade, dass dein Herz schlägt, wenn du gerade spürst, dass dein Herz schlägt, aber du traust dich nicht, dann möchte ich dir sagen, dass es Jesus ist, der an deine Herzenstür klopft. Und lass ihn nicht weiterziehen. Er klopft jetzt an. Wenn du hier bist und du möchtest Jesus als dein Retter und Erlöser annehmen, dann heb deine Hand und wir werden so gerne gemeinsam mit dir beten und du wirst heute noch errettet werden. Du wirst heute noch zu dieser neuen Schöpfung werden, von dem wir gehört haben. Wenn du hier bist, heb einfach deine Hand. Come on. Okay, amazing. Okay. Okay, das ist wundervoll. Maybe you can do it yourself. Like you can do the prayer. Okay, dann mache ich das. Ja. Ja. So ich werde es tun, damit wir uns ein bisschen Zeit sparen. Dann dürft ihr gemeinsam mit mir beten. Lasst uns doch einfach unsere Augen schließen und alle gemeinsam dieses Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich habe heute erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich getrennt von dir lebe. Und dass ich Errettung brauche. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn gesendet hast, der ohne Schuld auf dieser Erde gelebt hat, der am Kreuz von Golgatha all meine Schuld auf sich genommen hat, der gestorben ist und am dritten Tage auferstanden ist von den Toten, der aufgefahren ist in den Himmel, und der zu Rechten des Vaters sitzt. Und der wiederkommen wird.
Jesus, ich nehme dich heute als meinen Retter in meinem Leben an. Werde du mein Herr und mein Erlöser. Und schenke mir du dieses neue Leben. Danke, dass mir vergeben ist. Und ich empfange jetzt deinen Heiligen Geist, der in mir bestätigt, dass ich ein Sohn, eine Tochter Gottes bin. Amen. Amen. Come on. Acaban de hacer. I was going to speak in Spanish. Oh my gosh. Okay, I can't do that. You have made the best decision in your life. Ihr habt die beste Entscheidung eures Lebens gerade getroffen. When I did this prayer, als ich dieses Gebet gesprochen habe, I started experiencing His love. Habe ich so sehr seine Liebe empfangen. Every day. Jeden einzelnen Tag. Because I believe it. Again? Because I choose to believe it. Weil ich mich entschieden habe, es zu glauben. So His love is gonna be present in your life. So seine Liebe wird also präsent in deinem Leben sein. So. Who's ready to preach the gospel? Wer ist bereit, das Evangelium zu verkünden? Yeah. Bro, I need to add one thing. Ich habe ihn nicht dafür bezahlt, das zu predigen. I haven't paid you to preach that message. So I'm gonna explain like 2 minutes. So ich möchte euch ganz kurz 2 Minuten erklären, wie wir es like, tun. How to do it really fast. Wie man es ganz schnell machen kann. In case you are in a difficult scenario. Wenn du in einer schwierigen Situation bist. And you have to preach the gospel in 2 minutes. Und du musst das Evangelium in 2 Minuten verkündigen. So you're gonna go again through the fingers. So du gehst also durch diese 5 Finger. You don't have to explain the verses that I explain you. Du musst nicht die Bibelstellen dazu erklären. But if you have the time. Aber wenn du die Zeit dafür hast, you can explain them. Dann kannst du auch diese Bibelstellen erklären. So basically, bro, like, you know, you're in the street. So, also stell dir vor, du bist so auf der Straße. Hey, Dennis. Hey, Dennis. How are you? Wie geht's dir? Hey, do you have 2 minutes? Hey, hast du vielleicht 2 Minuten? I would love to tell you the message of love. Ich möchte dir von dieser Botschaft der Liebe erzählen. The act of love, like the greatest act of love in history. Der größte Liebesbeweis, der in der ganzen Geschichte getan wurde. And it's about you. Und es geht um dich. Well, that's too cheesy, but you can, yeah, do whatever else. Yeah. That's you can translate that. Yeah. It's like cheesy. What's cheesy? Like do. Es ist ein bisschen zu kitschig, aber ihr könnt es machen, wie ihr wollt. But yeah, so basically, you were created. Also du bist erschaffen worden. God created you. Gott hat dich erschaffen. So you can live in relationship with him. Dass du in Beziehung mit ihm leben kannst. That was his first desire. Das war sein erstes Verlangen. But you know, we sadly fall into sin. Aber weißt du, bedauerlicherweise sind wir in Sünde gefallen. Hey, but don't worry. Aber sei nicht besorgt. Because he's so merciful. Weil er so gnädig ist. And because he's grace. Und weil er Gnade hat. He decided to see you right in his eyes. Hat er sich dazu entschieden, dich gerecht in seinen Augen zu sehen. So you deserve hell. Du verdienst eigentlich die Hölle. Because of the payment of your sin. Wegen der Schuld deiner Sünden. Hey, but that's nothing, like there is more for you. Hey, aber das ist nicht nur alles, da ist noch mehr für dich. Because weil he sends his own son. Er hat seinen eigenen Sohn gesendet. Jesus to earth, auf diese Erde, so he can die for you. Dass er für dich sterben and kann for me, und für mich. So we can be washed free. So dass wir reingewaschen sein können. And then und dann you can explain also like the covenant and the promise. Kannst du auch den Bund und das Versprechen ihnen teilen? So you go. But the best part is. So, weißt du, der beste Teil daran ist. Is that he didn't only took your sin. Er hat nicht nur allein deine Sünden genommen. Is that now you can have connection with your father. Jetzt kannst du Verbindung mit deinem Vater haben. Is that now you can have a relationship with him. Jetzt kannst du eine Beziehung mit ihm haben. And he also promised you eternal life. Und er hat dir auch versprochen, ewiges Leben zu haben. And the Holy Spirit. Und den Heiligen Geist. So you would never be alone. So wirst du also niemals mehr alleine sein.
And then you can, if you see like they're really touched. Und wenn du siehst, dass sie wirklich berührt sind. If you receive or you feel like you should invite them to do the prayer. Wenn du dich eingeladen fühlst oder du wirklich spürst, dass sie dieses Gebet beten sollten. You can do it. Dann kannst du es auch tun. And you can lead them into the feet of Jesus. Und du kannst ihn zu den Füßen Jesu führen. And they're gonna be safe. Und dann werden sie gerettet sein. So, who is ready? Wer ist bereit von euch? Who is ready? Wer ist bereit von euch? Okay. Okay. So, okay. Make go in couples. Ja, lass uns in Zweierteams zusammenkommen. Choose somebody. Nimm dir einfach irgendjemand. You're gonna preach the gospel to that person. Und du verkündest das Evangelium zu der Person. And that person is gonna preach the gospel to you. Und die Person predigt das Evangelium zu dir. Don't worry, it can be your first time. Sei nicht besorgt, es kann auch das erste Mal sein. It's fine. Es ist okay. Okay? Okay? So, I'm gonna put you in a scenario. So, ich werde euch also in eine Szene hineinversetzen. To make it a little fun. Damit es ein bisschen Spaß macht. But your first scenario. Aber dein erstes Szenario. Actually, stand up and look for that person. Sollte sein, dass du erstmal kurz aufstehst und nach der Person schaust. Let's go, let's go. Let's go, lass uns loslegen. This is gonna be crazy. Jetzt wird's verrückt werden. Yeah. Around 50 minutes. This is not the. We can do it 8:15. Okay, okay, okay. Okay. Even 20 is fine. Okay. Okay, okay. So. The shorter person is gonna share first. So, die kleinere Person, die fängt an. And the first scenario is. Und das erste Szenario, in das ich euch jetzt hineinversetzen möchte. You are in church. Du bist in der Gemeinde. And somebody new came to church. Und jemand Neues ist in die Gemeinde gekommen. And this person invites other person. Und diese Person hat andere Personen eingeladen. And then you go after the service to McDonald's. Und dann geht ihr nach dem Gottesdienst zu McDonald's. And you're gonna preach the gospel there. Und dann werdet ihr das Evangelium dort verkünden. Okay, we're gonna start. Okay, wir fangen jetzt an. You have 2 minutes. Ihr habt 2 Minuten. You ready? Seid ihr bereit? You ready? Seid ihr bereit? Go! Und lasst uns loslegen. You have 30 seconds. Ihr habt noch 30 Sekunden. Seconds. 10 Sekunden. Three. 3. 2. 2. 1. 1. Go. Good. Okay. Okay.
If you didn't finish, it's fine. Wenn ihr noch nicht zu Ende seid, ist okay. If you need more time, wenn ihr mehr Zeit braucht, it's fine. You can do it again. Es ist auch okay, ihr könnt es nochmal tun. At home, aber zu Hause, with friends, mit Freunden, in the shower, unter der Dusche. And now we're gonna swap to the other person. Jetzt ändern wir uns zu der anderen. Jetzt tauschen wir zu der anderen Person. So, I'm gonna explain you the second scenario. So, jetzt versetze ich euch in das zweite Szenario. But you're gonna do something extra. Aber ihr werdet das etwas Zusätzliches tun. You're gonna preach the gospel. Ihr werdet das Evangelium verkünden. And you're gonna lead them into the prayer. Und ihr werdet ihn danach in das Gebet der Errettung hineinführen. Okay, the scenario is. Okay, das Szenario ist also. You are in. Du bist in. In the center of the city. Im Zentrum der Stadt. And you see somebody that looks really alone. Und du siehst jemanden, der sieht wirklich alleine aus. And the Holy Spirit is telling you to go. Und der Heilige Geist sagt dir, geh hin. So that's gonna be your scenario. So, das ist dein Szenario. And you have 3 minutes. Und du hast 3 Minuten. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Go. One minute. Okay, noch 1 Minute. Wie viele Errettungen gibt's schon? How many salvations are already there? Seconds. 20 Sekunden. Five, four, three, two, one. Okay, go. Okay, lass uns loslegen. There is a couple salvations over there. Come on. Wir sehen okay. Viele neue Errettete. How you guys felt? Okay, wie habt ihr euch gefühlt?
Is it good? Hat es sich gut angefühlt? How you guys feel? Wie habt ihr euch gefühlt? Yes. Yes. I see they're still preaching the gospel. Ah, ich sehe, dass sind noch einige das Evangelium am verkünden. It's fine. Es ist okay. But as I said, you're gonna have more time. Aber so wie ich dir gesagt habe, ihr werdet einfach noch mehrere Male Zeit haben. How I train? Und ihr werdet sehen, wie es euch trainiert. Every time I shower. Ich trainiere immer, wenn ich am Duschen bin. I think it was every Thursday. Ich glaube, es war jeden Donnerstag. Before skate ministry. Bevor wir auf den Skatepark gegangen sind. I will preach the gospel to myself. Habe ich das Evangelium zu mir selber gepredigt. Every Thursday. Jeden Donnerstag. And that helped me to understand it and to really say it to people. Und es hat mir wirklich geholfen, es zu verstehen und es dann zu anderen zu sagen. So, I'm just gonna talk a little bit about the gifts. The gifts. Und ich möchte jetzt zum Ende noch ein bisschen was über die Gaben euch sagen. God can move through healing. Gott kann absolut durch die Gabe der Heilung wirken. He can use your testimony. Er kann Zeugnisse gebrauchen. Words of knowledge. Worte der Erkenntnisse. Words of prophecy. Worte der Prophetie. Words of encouragement. Worte der Ermutigung. And all of these things is gonna help you like to preach the gospel. Und all diese Dinge helfen euch, das Evangelium zu verkünden. Why? Warum? Because these things are like a key for their hearts. Diese Dinge sind wie Schlüssel für die Herzen der Menschen. And sometimes there is people that is really close to the gospel. Und manchmal es gibt Menschen, die sind so richtig verschlossen für das Evangelium. So these things can help you. So können diese Dinge diese Herzen aufschließen. Sie helfen euch. And you ask me, but how I do these things? Aber du fragst vielleicht ja, aber wie mache ich diese Dinge? All these things are gonna come by itself. All diese Dinge werden kommen von sich alleine aus. If you pray, wenn du betest, if you read your Bible, wenn du deine Bibel liest, and if you get closer and closer to God, und je enger du zum Herrn kommst, He will reveal to you these things. Wird er dir diese Dinge offenbaren. So don't hesitate. Also like don't rush. Ja, setz dich nicht unter Druck, genau, ja. Yeah. They will come at some point. Sie werden an irgendeinem Punkt werden sie einfach kommen. And you know, I really believe that there is revival. Und wisst ihr, ich glaube wirklich, dass da Erweckung ist. There is revival waiting. Da ist Erweckung, die auf uns wartet. For Pforzheim. Für Pforzheim. And the Lord is gonna make you part of this revival. Und der Herr macht euch als ein Teil dieser Erweckung. So we need to push a little bit this revival. So wir müssen diese Erweckung so ein bisschen schieben. Because it's not gonna come by itself. Weil sie wird nicht einfach so bei sich selber kommen. Like, he will use your hands. Er wird deine Hände dazu gebrauchen. He really wants to use you. Er möchte dich wirklich gebrauchen. And you know, if you're really desperate for revival, und wenn du so eine richtige Sehnsucht nach Erweckung hast, it's okay. Dann ist okay. It's gonna come. Es wird kommen. You don't have to rush God. Du musst nicht Gott irgendwie in Eile versetzen. Reach God. Du musst Gott erreichen. Because He has a vision for that. Weil er hat eine Vision dafür. And He will maintain you strong. Und diese Vision macht dich stark. So I wanna finish with this verse. Ich möchte also mit dieser Bibelstelle zum Abschluss kommen. That it really helped me understand the importance of preaching the gospel. Und diese hat mich wirklich dazu geführt zu verstehen die Wichtigkeit der Verkündigung des Evangeliums. And it's Matthew 24:9-14. Es ist Matthäus 24, 9 bis 14. And you can read it. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Amen. Amen. And yeah, Halleluja. Yeah, Halleluja. And you know what? Und wisst ihr was? This is crazy. Das ist verrückt. Because if you're a Christian or a believer, also wenn du ein Gläubiger bist oder wenn du ein Christ bist, you know that he will come back.
dann weißt du, dass er zurückkommen wird. And this is an important part of our life. Und das ist ein ganz wichtiger Teil von unserem Leben. But he won't come back. Aber er wird nicht zurückkommen, till we preach the gospel to all creation. Bevor wir nicht das Evangelium der ganzen Schöpfung verkündet haben. That's crazy. Das ist verrückt. And for that there's gonna be troubles and hard times. Und dafür wird es Probleme geben und harte Zeiten werden kommen. And as it says here, you need to stay strong. Und es heißt hier, dass du stark sein musst. Don't let your heart get cold. Lass dein Herz nicht erkalten. Because you maybe didn't like a message or you didn't like the way somebody talked to you about Jesus or whatever. Weil du vielleicht diese Botschaft irgendwie nicht gut fandest oder die Art und Weise, wie jemand zu dir über Jesus gesprochen hat. You know, like people here is gonna fail you. Weißt du, die Leute, die hier sind, die werden Fehler machen, die werden dich enttäuschen. We're humans. Wir sind Menschen. We're full of emotions sometimes. Wir verfehlen, ja, manchmal. But he's not gonna fail you. Aber er wird niemals einen Fehler machen. Stay strong. Sei stark. Stay strong. Sei stark. And don't get cold. Und werde nicht kalt. Don't let your heart get cold. Lass dein Herz nicht kalt werden. 'Cause he will come back. Er wird zurückkommen. Hey, and hey. He's gonna recognize you. Und er wird dich erkennen. He's gonna say, "That's my son." Er wird sagen, das ist mein Sohn. That's the one that has free access to my kingdom. Das ist der freien Zugang in mein Königreich hat. He has a place in my kingdom. Er hat einen Platz in meinem Königreich. It's already written. Es ist schon niedergeschrieben. He will come back. Er wird zurückkommen. So I just want to pray. So ich möchte zum Abschluss beten. And I just want to let you know that it is hard sometimes. Und ich möchte es euch wissen lassen, dass es manchmal hart ist. It is scary to preach the gospel. Es ist ja manchmal ein bisschen beängstigend, das Evangelium zu verkünden. And as somebody told me, aber jemand hat mal zu mir gesagt, there is gonna be always fear or like fear trying to enter into your heart. Da wird immer irgendwo die Angst da sein, die versucht, dein Herz zu erreichen. Hey, but remember that Jesus conquered death. Hey, aber erinnere dich dran, dass Jesus den Tod überwunden hat. And there is a lion of Judah inside of you. Und dass der Löwe von Juda in deinem Herzen ist. So you don't have to be afraid. So du musst keine Angst haben. So let me pray. So lass mich beten. Lord, I thank you so much. Herr, ich danke dir so sehr. And before I pray, und bevor ich bete, I really want to encourage you. Ich möchte dich wirklich ermutigen. If you want a new fire, a new refreshment. Wenn du dieses neue Feuer oder so eine neue Erfrischung haben möchtest. If you have people you love. Wenn du Personen hast, die du liebst. That you want them to be safe. Und du willst sehen, dass sie errettet sein werden. And you want to get bold to preach them the gospel. Und du willst kühn werden, ihnen das Evangelium zu verkünden. There is anointing for you. Da ist eine Salbung für There dich. There is a special anointing for you. Da ist eine spezielle Salbung für dich. I don't know how many of you have friends or sisters or brothers that they don't believe in Jesus. Ich weiß nicht, wie viele von euch Familienmitglieder haben oder Freunde, die noch nicht errettet sind und nicht an Jesus glauben. It doesn't have to be a crazy missionary for them to be safe. Es bedarf nicht einen verrückten Missionar, damit sie errettet werden können. He will use you. Er will dich benutzen. He will use you. Er wird dich wählen. So I want to invite you here in front. So ich möchte dich zu dem Platz vorne einladen, wenn du das möchtest. And then we're gonna have worship. Und dann werden wir noch einen Abschluss finden im Lobpreis.